Conny, weißt du, was wir hier machen? Ja. Sag mal. Wir gucken uns jetzt hier einen Bunker an. Ja. Oder eine Nazi-Villa. Genau. Also, das ist das ehemalige Jagdhaus von einem hohen SS-Offizier. Und wir schauen uns das Gebäude mal von außen an. Und es soll hier noch einen Bunker geben. Und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, in den Bunker reinzugehen. Mal schauen. Wartet mal ab. Was soll ich sagen? Es ist gute minus 10 Grad kalt. Meine Hände sind doch kalt. Und wir waren heute nicht die Ersten. Boah, Riesenvilla, guck dir das mal an. Mit eigenem See hier vorne. Und es ist geräumt, guck mal. Und da unten ist der Bunker. Da unten ist der Bunker. Die Tür ist sogar auf. Ja, dann gehen wir rein. Boah, ist das kalt, Alter. Alter, was für ein riesen Ding. Ich hoffe, wir sind heute nicht die Ersten, die hier drin sind. Das erste Schild. Die Frage ist nur, warum wird hier gestreut? Noch alte Details hier, eine alte Lampe. Ich denke, das wird bewacht, oder? Dass da keiner reingeht. Man sieht hier an den Ornamenten, dass es mal ein Jagdhaus war. Man kann das richtig hier erkennen, eine Gans, ein Rehbock und noch ganz viele andere Tiere. Krass, oder? Gib mir mal deine Lampe. Der alte Lichtschalter ist noch da. Beschläge für die Lampen. Boah, es ist kalt da drin. Unvorstellbar. Hier wollten schon Leute rein. Lampe und die haben Leute schon wirklich mit Gewalt versucht, das zu öffnen, aber sind nicht weitergekommen. Und hier auch komplett zu. Boah, ein riesen Anwesen. Noch ein Bunker? Also hier gibt es auf jeden Fall noch einen Bunker, das wissen wir. Vielleicht auch zwei. Mal schauen. Ne, das ist nur eine Mauer. Aber die kann gucken. Ja, das ist nur eine Mauer. Leer stehen. Ich glaube, nicht jeder will auch in so einem Gebäude leben mit so einer Historie. Ja, von hier aus sind die dann ausgerückt mit ihren Pferden und ihren Hunden und sind auf Jagd gegangen. Da oben ist wahrscheinlich das Kaminzimmer. Riesengroß.
erstmal draußen ein bisschen das Gebäude noch an. Und der Kamin ist relativ neu da oben drin. Aber das Gebäude ist auf jeden Fall nicht mehr in Benutzung. Für die Bediensteten oder? Ja, hier war schon lange keiner mehr, ne? Anscheinend. Alles dicht. Mhm. Das war wahrscheinlich das Liebesnest. Da kam der Strom an. Theoretisch könnte man hier rein oder hier vorne könnte man auch rein, aber wir respektieren heute diesen Platz und wollen natürlich auch nicht erwischt werden, aber es wäre schon interessant, da mal reinzugehen. Als ob es aktiv ist, ist es aber nicht. Aber es ist verdammt kalt. Wir haben aber gerade eine Tür gesehen, die offen steht. Da gucken wir mal kurz rein. Da guckt man nicht ganz. Schaut mal da oben an den Fensterladen, sieht man kleine Herzchen. Überall hier. Reinschauen. Ah, netter Ofen. Ach, diese dumme Nahausschaltung. Da ist schon gut runtergekommen. Wird überwacht. Wir haben nicht gerade vor, reinzugehen. Alles vergittert. Riesengroß das Anwesen. Und irgendwo soll es noch einen Bunker geben. Da ist die Zufahrt. So, die Tür steht auf. Und hier an der Wand habe ich gerade so ein paar Embleme gesehen. Guck dir das mal an. Das ist wahrscheinlich das Familienwappen oder so. Kriegst du die Gitarre dabei? Krass.
ja noch eine Tür. Das ist ja richtig verwunschen. Oh, ein Haufen. Der Wasserboiler. Ja, haben wir doch noch ein bisschen was gesehen. Das Objekt wird einer neuen Nutzung zugeführt. Ah, okay. Sind, glaube ich, schon Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hier drin. Das ist jetzt quasi wie das Hauptgebäude von der anderen Seite. Wir suchen nämlich noch den Bunker. Ich glaube ja, dass der da unten irgendwo ist. Da. Oder wir stehen auf dem Eingang drauf, das kann auch sein, ne? Wir könnten auch auf dem Eingang draufstehen. Also auf die alte Lampe da oben. Und Leute, schaut euch das an, es ist sehr gut verbarrikadiert. Und wir haben entsprechend auch Respekt und werden hier nicht eindringen. Das, was aufsteht, gucken wir uns an. Alles andere ist für uns tabu. Ich hoffe mal, dass der Bunker aufsteht. Steffi, warst du schon unten? Ha? Warum nicht? Ist zu? Oder? Guck trotzdem mal. Ich hoffe mal, dass hier ist der eine Weg runter. Wo bist du denn runtergegangen? Das ist wahrscheinlich ein bisschen Zaun hier. Ja? Er sagt, man legt sich auf jeden Fall aufs Gesicht. Aber das ist der Bunker. Ist ein Bunker, ne? Ja. Aber wenn ein Bunker ist, müssen wir da rein. Was hast du da schon geguckt? Da oben? Ja, was ist denn da? Überall, alles zu. Alles zu. Das ist wahrscheinlich nur der Ausgang, ne? Das ist der Notausgang. Das ist der Notausgang, ob wir da runterkommen. Weil er hatte recht, das ist mega glatt und hübsch und so weiter. Aber wir sind nur einmal hier. So, Handy auf die richtige Seite legen, genau. Oi. Ob ich jemals neben wieder hochkomme? Pfiffi, wir sind hier runtergekommen. Ein weiter. Ah, hier ist der Weg. Wie weit bist du gekommen? Ja. Achso, du warst schon da. Ja, ich sag alles. Achso. Kennt ihr das? Wenn jemand sagt, ist zu, müsst ihr trotzdem gucken. Ich bin auf jeden Fall mal sehr neugierig und ich will es euch auch zeigen. Also wahrscheinlich ist man vom Haus reingekommen in den Bunker und das hier war der Notausgang. Ja, das ist der Notausgang. Oh, das wäre schön. Er hat natürlich recht gehabt, da kommt man nicht rein. Dies kuscht das vor. Wobei, das ist aufgepitcht. Wie ist er denn zu? Wahrscheinlich von innen. Ach, schade. Sehr, sehr schade. Weil hier wurde schon durchgepitcht. Aber das Ding ist trotzdem zu. Ja, Leute. Ich glaube, ab hier oder hier endet unser Ausflug. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich versuche noch ein bisschen die Geschichte herauszufinden. Dann würde ich das jetzt hier in den Abspann mit reinmachen. Und in diesem Sinne, wir fahren jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Random Life.